Hi Leute und ahoi, Xanax hier und willkommen bei meiner letzten Aufnahmesession von The Legend of Zelda, The Wind Waker HD. Ja, das soll die letzte Aufnahmesession werden. Ich möchte in dieser Aufnahmesession möchte ich das Spiel durchspielen und ich hoffe, das schaffen wir. Wir werden uns jetzt auf den Weg machen, wo müssen wir eigentlich hin? Ich glaube... Seht ihr da oben links? Seht ihr das da oben? Dieses bisschen Felsen da? Diesen Kopf wieder? Da müssen wir hin. Ich muss gerade mal kurz überlegen, wie wir da hinkommen. Von oben? Schauen wir mal. Mit dem Blatt vielleicht. Dann müssen wir da hin ausrüsten. Vielleicht müssen wir auch unseren Endhaken benutzen. Ist das hier passiert? Feen werde ich jetzt erstmal keine holen. Ich glaube nicht, dass ich da Feen brauchen werde. Wir haben ja noch zweimal... Ein Heiltrank, also ein rotes Elixier. Und wir haben noch das, die Suppe von Oma. Also insgesamt viermal können wir uns wieder voll heilen. Müssen wir nur selbst drauf achten. Das ist wichtig. Aber ich denke mal, wenn ich das weiß, dass ich darauf achten muss, dann werde ich es auch tun. Bin ich ziemlich sicher. Ich hoffe, man hört nicht zu viel Button-Smashing. Mich nervt es ein bisschen bei der Aufnahme, wenn ich es dann hinterher wieder höre. Aber naja, was soll man machen? Ich glaube, von hier ist das zu weit. Aber wenn wir vielleicht erst rüber gehen, vielleicht dann. Schauen wir mal. Nehmen wir mal den großen Umweg. Wahrscheinlich gibt es einen ganz banalen, einfachen Weg, dahin zu kommen. Aber ich weiß ihn jetzt einfach nicht. Ich habe mir soweit alles rausgesucht. Das müssen wir jetzt als letztes machen, um das letzte Herzteil, ich sag mal, was wir finden, Trifle-Spieler, den wir finden können. Den gibt es dort, oder ist es die letzte Karte? Ne, der letzten, den wir direkt finden, ist das, glaube ich. Und die letzte Karte finden, und dann müssen wir uns auf die Suche machen, welche Splitter wir noch angeln müssen aus dem Meer. So, und ich weiß jetzt nicht, ob wir von dort darüber müssen, aber ich werde es einfach mal versuchen. Wir haben ja genug Magie. Ja, sieht doch gut aus. Ach, wir hätten uns auch einfach hoch enterhakisieren können, an der Palme. Ja, wie auch immer. Machen wir es halt über den umständlichen Weg, wie man hier auch ohne Enterhaken hin könnte. Ja, man muss den Enterhaken also nicht haben, um hier reinzukommen. Aber das Armband, zumindest um diesen Fels zu zerstören. Okay. Puh, was brauchen wir denn für Items? Für den Kampf hauptsächlich. Bogen ist immer gut dabei zu haben. Bomben ist, glaube ich, immer gut. Und den Enterhaken ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Nehmen wir mal die drei und dann geht's los. Wir müssen jetzt. Weiß gar nicht, geht's jetzt direkt los? Es geht direkt los. Nee, es geht noch nicht direkt los. Wir müssen insgesamt 20 solcher Räume hier schaffen, hintereinander. Was haben wir drin? Eine Fee. Wow, 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 Feen. Nice. Eine können wir mitnehmen. Schon mal sehr gut. Sonst haben leider die anderen Sachen voll, deswegen machen wir es mal so. 20 solche Räume müssen wir kaputt machen insgesamt. Und am Ende erwartet uns dann der Splitter direkt, glaube ich. Und man kann das Ganze, glaube ich, auch sogar 50 Mal machen. Aber was man dann am Ende bekommt, weiß ich nicht. Also geht nicht ganz bis zum Ende durch. Schauen wir mal. Aber es wird natürlich immer schwerer von Raum zu Raum. Beziehungsweise die Gegner werden stärker. Ob es für einen persönlich schwerer wird, ist dann mal eine andere Sache. Wir fangen an mit ganz vielen von diesen scheiß Fledermäusen. So. Halbes Herz verloren. Macht nix. Meins. Ich werde nicht so viel reden dabei. Ich kenne mich ja beim Kämpfen. Zu reden ist immer für mich so ein bisschen. Das war einfach. Nummer zwei. Man kann hier durchaus auch früher hingehen, ist ja klar. Macht aber Sinn, das Ganze erst am Ende des Spiels zu machen, denke ich. Allein um das stärkste Masterschwert von allen zu haben. Das heißt von allen, also das stärkstmöglichste Masterschwert zu haben. Nämlich das voll aufgeladene, nachdem man zweimal die beiden Tempel geschlagen hat, den Windtempel und den Erdtempel. So, das war auch eigentlich easy. Keine Pfeile oder so, naja.
um dann halt die Gegner noch schneller zu erledigen zu können. Man kann das aber natürlich auch vorher machen. Das haben wir auch schon gesehen. Okay. Okay. Auch einfacher Raum. Gibt es natürlich das Ganze später auch mit den Elektro-Schleim und so weiter. Also es halt schwieriger wird, ne? Raum 5 müsste das mittlerweile sein. Au. Okay, die müssen wir so kaputt machen. Nicht so. Wir können aber natürlich das so machen. Ach, können wir nicht. Scheiße. Okay, ich dachte, man könnte es eventuell so kaputt machen. Ach, wieder zu früh gedrückt. Komm. Okay. Ganz einfach jetzt. Ganz simpel. So, du kommst auch wieder. Bam. So kann man es auch machen. Wo wir gerade fast zu spät werden, aber es hat noch gereicht. Sehr gut. Weil geht's. Zwei Herzen verloren nach 5 Räumen, glaube ich. Ich glaube, was waren 5? Ne, waren 4. Nein, das ist jetzt. Das ist Raum 6. Das erkennt man daran, dass ein bisschen der Grafikstil ein bisschen anders ist, beziehungsweise es wurde jetzt ein bisschen heller in dem Raum. Da erkennt man dann, dass es eine kleine Veränderung gab und Bam, kriegen die ganzen Gegner nochmal zu sehen, die wir schon hatten. 2,5 Herzen verloren. Ist alles nicht so schwer. Raum 7. Oh. Ich will eigentlich erst denn das Flatterviech kaputt machen. Okay. 1. 2. Okay. Sieht noch alles super gut aus. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt 20 oder 30 Räume waren. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, es waren 20. Können aber auch mehr gewesen sein. Okay. 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 Ich zähle auch jetzt gar nicht mehr mit, wie viele Räume es waren. Ich glaube, es wird der 8. gewesen. Keine Ahnung. Könnte auch ein 7. gewesen sein. Au. Okay. Okay. Ein Herz verloren, glaube ich. Müssen wir aufpassen. Ich will jetzt nicht zu knapp kalkulieren, dass wenn wir sehen, irgendwie, oh, wir haben nach einem Raum noch 4 Herzen, nehme ich vielleicht mal einen Heiltrank schon mal vorsichtshalber. Okay, jetzt haben wir den schönen, wir haben jetzt, glaube ich, 10 geschafft. 10 geschafft, jetzt könnten wir rausgehen. Aber wollen wir noch nicht. Ein paar Rubine, sehr schön. Brauchen wir zwar auch nicht mehr, aber egal. Okay, 10 haben wir. Es waren doch 20. Es waren dann doch 20 Räume insgesamt. 30, Entschuldigung. 30 Räume. Die Waldgegend. Am besten mit Pfeil und Bogen. Kostet zwar ein paar Pfeile, aber immerhin ist es so am einfachsten. Man könnte sicherlich auch mit Enterhaken einfach runterholen, aber Enterhaken ist immer. Ich finde Bogen einfach angenehmer und leichter. So, hier sind wir Schleime von oben. Na komm. Komm. Okay. War's das? Nein. Jetzt aber. Zwölfter Raum. Raum. Au, das war natürlich total blöd. Okay. Noch mehr Blödsinn.
Ach Gott, was mache ich denn da? Zu gierig. Ja, 6 Herzen, wir können nochmal. Wir können nochmal einen warten. Einmal Damage kriegen. Von irgendwas. Leben noch. Beziehungsweise der lebt noch. Da. Müsste es gewesen sein, ne? Jupp. Jetzt nehmen wir mal einen Heiltrank. Nur mal, um sicher zu gehen. Ich meine, wir haben noch. Wir haben erst die Hälfte verloren, aber ich nehme den jetzt einfach mal. Wir müssen ja nicht hier unnötig, ne? Ihr wisst schon. Wir hätten auch eigentlich den Trank von der Oma nehmen können, aber vielleicht, ja, noch eigentlich nicht. Noch. Oh Gott im Himmel. So. Das müsste 14 gewesen sein oder 15. Ich zähle nicht mit. Vielleicht lasse ich einen Timer laufen. Vielleicht ist mehr danach. Okay. Da hinten ist noch ein Krug. Bam. Alright. Wieder ein bisschen was verloren, aber es ist alles ja in Ordnung. Ich meine, wir spielen jetzt wirklich im Heldenmodus. Wenn man nicht im Heldenmodus spielt und dann immer Herzen zwischendurch kriegt, ist das Ganze hier super easy. Also, oh Gott, die. So, weg. Die Dinger nerven einfach nur. Viele Pferde verschwendet. Naja, egal. Oh, wir haben wieder 10. Ne, das waren jetzt wieder 5, glaube ich. Das waren jetzt 5 Räume. Haben wir jetzt 15. Pfeile? Nee. Nicht. Das ist nicht so geil. Für Bomben. Naja, macht nichts. So, jetzt ändert sich nämlich das Setting, meine ich. Ab der Hälfte. Deswegen dachte ich immer 10 und dann 20, aber das sind jetzt dann nochmal. Wow. Wow. Ich hab dir doch berührt. Au. Ich hasse diese scheiß Dinger, vor allem wenn wir nicht so viele Pfeile benutzen können. Benutzen wir jetzt mal Omas Suppe. So. 14 Räume, wenn ich mich nicht verrechnet habe, dann. Wir werden es einfach sehen, wenn es fertig ist. Man kann das Ding auch schaffen, ohne die Boss zu erlegen, weil man hier skippen kann. Man kann sich mit dem Enterhaken und den Eisenstiefeln abhelfen. Dann kann man dadurch durch das Feuer durch. Da hinten. Ist die Frage, ob man das unbedingt möchte.
Ups, das wollte ich zum Beispiel nicht. Genau, machen wir mal. Okay, den alten Trick, der nicht funktioniert in dem Fall. Okay. Okay. Boom. Kompliziert, wenn es auch einfach geht, ne? So. Ab das Feuer. Weiter geht's. Ach, die. Okay. Na, das hat ja so geklappt. Okay. Ganz ruhig. Und zack. Okay. Können wir zum Ausgang gehen. Und reingehen.